Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video, mit dem du Tag für Tag deine deutsche Aussprache üben und verbessern kannst. Ich werde einfache und leicht verständliche Texte vorlesen, bei denen du mitlesen und so deine Aussprache verbessern kannst. Gute Nachrichten. Was für eine gute Nachricht. Das dachten wohl viele, als zwei Hersteller am Montag verkündeten, bald könnte es einen Impfstoff gegen das Coronavirus geben. Mit einer Impfung wäre man viel besser vor der Krankheit geschützt. Doch wie geht es nun weiter? Das erklären wir dir hier. Warum dauert es so lange mit dem Corona-Impfstoff? Tatsächlich läuft die Entwicklung gerade viel, viel schneller als sonst bei Impfstoffen. In der Regel dauert es mehrere Jahre, bis ein Impfstoff fertig ist. Er muss erstmal in Laboren von Fachleuten entwickelt werden, dann folgen erste Tests an Tieren, dann an wenigen und schließlich immer mehr Menschen. Die Forscher überprüfen aber nicht nur, ob eine Impfung wirkt, wichtig ist auch, sie darf den Menschen nicht schaden. Beim Coronavirus haben sich alle extrem mit den Untersuchungen beeilt. Regierungen und Organisationen haben viel Geld dazugegeben. Deshalb ist die Forschung schon sehr weit. Trotzdem halten die Forscher sich an alle Schritte. Die Impfung wird also genauso sicher sein wie andere Impfungen in Deutschland. Wann wird es einen Impfstoff geben? Das kann man noch nicht genau sagen. Im Moment arbeiten eine Menge Firmen an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Eine deutsche Firma, die mit einer amerikanischen Firma zusammenarbeitet, hat am Montag von großen Fortschritten berichtet. Sie sind gerade schon in den letzten Zügen, aber noch hat in Deutschland kein Impfstoff die Zulassung von den Behörden. Der Minister für Gesundheit hofft, dass es in den ersten Monaten des nächsten Jahres einen Impfstoff geben wird. Werden wir dann alle sofort geimpft? Nein, leider. Weltweit warten ja Milliarden Menschen auf den Impfstoff. Es wird darauf ankommen, den Impfstoff möglichst rasch in großen Mengen zu produzieren, sagt eine deutsche Ministerin. Die Europäische Union, EU, hat bereits mit den beiden Herstellern aus Deutschland und den USA verhandelt und wird viele Fläschchen von dem Impfstoff bekommen. Die werden dann gerecht in den europäischen Ländern verteilt, doch sie werden nicht für alle Menschen reichen. Wer bekommt die Impfung als erstes? Fachleute haben sich schon einen Plan überlegt, wer wann geimpft werden soll. Zuerst sollen diejenigen geschützt werden, für die das Virus besonders gefährlich ist, zum Beispiel ältere Menschen. Denn bei ihnen verläuft die Krankheit meist besonders schlimm. Auch Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeheimen sollten schnell drankommen. Das gelte etwa auch für Polizisten, Feuerwehrleute und Lehrer. All diese Gruppen haben viel mit anderen Menschen zu tun und sind wichtig dafür, dass es bei uns läuft. Die Entscheidung über die Reihenfolge steht aber noch nicht komplett fest. Muss sich am Ende jeder impfen lassen? Es ist sinnvoll, wenn möglichst viele Menschen geimpft werden. So kann sich das Coronavirus nicht so schnell verbreiten oder sogar gestoppt werden. Eine Impfpflicht wird es in Deutschland aber nicht geben. Das hat der Gesundheitsminister schon mehrere Male gesagt. So, wenn dir das Video gefallen hat, gerne abonnieren und einen Like da lassen. Bis zum nächsten Mal.